Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Wir bleiben in Kuba und sind bei der Firma Pa Larranaga Petit Corona Cabinet angelangt. Die Firma gibt's schon seit 1834 und verwendet bei dieser Zigarre zumindest auch aus dem berühmten Region Fuerte Abajo die ganzen Tabakblätter. Handgerollt, handmade, verspricht eine süße Vanillenote, aber doch zum Ende hin mittelstark werdend, leicht ledrig, holzig und auch nussig soll sie sein. Machen wir mal den Kaltgeruch. Ja, typisch kubanisch, ledrig, holzig, erdig. So, die Bauchbinde ist relativ schlicht gehalten, einfach gülden, Por Larranaga, Habana, hinten dann Marcha Independiente, Habana, Kuba. 6,70 Euro kostet die Zigarre, hat ein Ringmaß von 42, ist von der Länge her 12,9 cm lang und hat einen Durchmesser von 16,7 mm. Wie gesagt, verspricht schon auch mittelstark zu sein, kräftige Röstaromen, aber auch dieser Vanilleton, der hervorgehoben wird, hat mich ein bisschen gereizt. Deswegen schauen wir mal. So, dann schauen wir mal, wie der Kaltzug ist. Am Anfang leicht pfeffrig und dann doch sehr erdig, holzig. Dann machen wir sie mal an. Dann zum ersten Zug, schauen wir mal. Wow, typisch Kuba, unverkennlich. Eine leichte Cremigkeit kommt schon von 1,5. Gewisse Pfeffrigkeit, Erdigkeit, Nussigkeit, Röstaromen. Also verspricht am Anfang schon ziemlich viel. Also die Stärke ist von Anfang an relativ würzig. Also im Vergleich zu Partagas schon eine Stufe etwas stärker. Aber super, also genau so stelle ich mir eine kubanische Zigarre vor. Leicht cremig, dann die Pfeffrigkeit, Erdigkeit, die Röstaromen, doch schon auch die Nussaromen. Der Zug ist ein bisschen stärker. Also man muss etwas stärker ziehen, aber wirklich wunderbarer blauer Rauch. Sehr, sehr hart die Zigarre. Also wirklich gut gepackt mit Tabak, vollgestopft. Wirklich bis jetzt sehr, sehr, sehr toll. So. Also die Cremigkeit ist auf jeden Fall angestiegen. Auf 3,0. Und wirklich, ja, schon ein komplexer Geschmack. Also diese Nuss- und Röstaromen sind wirklich im Vordergrund.
überhaupt keine Säuerlichkeit, wenn dann 1,0, wenn überhaupt. Toller Abbrand. Bisher wirklich spitze. So. Jetzt hat sich dann doch relativ schnell so eine gewisse Pfeffigkeit wieder eingeschlichen. Ja, 1,5, 2,0, wenn überhaupt. Aber diese leicht nussigen Röstaromen sind nach wie vor sehr, sehr im Vordergrund. Und die Cremigkeit, also in der Mitte der Lippe und so ein bisschen auf der Zunge, weiterhin da. So, das erste Drittel ist ungefähr vorbei. Also die Cremigkeit steigt dann doch nochmal an, also auf 4,5, 4,5 würde ich sagen. Eine unterschwellige Süße ist auf jeden Fall auch da. Aber das Vanilleextrakt, das wünsche ich mir noch. Also das habe ich jetzt bisher noch nicht wahrgenommen. So, so eine gewisse Bitterkeit schleicht sich jetzt dann doch ein. Und ja, diese Süße, von der ich gesprochen habe, ist auf jeden Fall da. Ich würde jetzt aber keine Vanillenoten zuschreiben, also einfach nur ein bisschen süß. Holzige Röstaromen, beziehungsweise so im Lagerfeuer so ein bisschen kommt dazu. Pfeffrigkeit in den Hintergrund geraten. Also für Anfänger ein Tipp, lasst euch nicht von den ersten 5 Minuten abschrecken. Weil da gibt es ja erstmal richtig Dampf. Und nichts wird scharf gestellt. Super Kamera. Gut, vielleicht viel zu viel Kontrast hier. Aber wunderschön hier. So, die Cremigkeit ist auf jeden Fall geblieben. Jetzt ist sie total mild. Also, ich weiß nicht, was die ersten 5 Minuten war. Vielleicht war ich da noch nicht richtig ausgeschlafen oder wie auch immer. Gegessen hatte ich, getrunken hatte ich. Sehr angenehm momentan. So, die Cremigkeit nimmt etwas ab. Wird etwas trockener. Und leichte Heunoten kommen hinzu, aber bisher keine großen Überraschungen, so in der Mitte bzw. im letzten Drittel. Kleines Update, jetzt kommt dann doch ein bisschen Vanille dazu, in der Tat, hätte ich nicht gedacht. Aber wirklich dezent 2,0, so ein bisschen im Nachhinein. Ja, dieses Vanillige würde ich eher als ganz zarte Vanille-Krokant beschreiben. Aber so unterschwellig, wenn überhaupt 2,0, wirklich nur so im Nachgeschmack. Super angenehm zu rauchen. Also am Anfang erst kommt der Dampfhammer, in Anführungszeichen. Da fühlst du dich wie in Kuba einfach. Genauso muss eine kubanische Zigarre schmecken. Ich weiß aber nicht, ob das für Anfänger dann bisschen am Anfang abschreckt oder zu komplex ist, wie auch immer, aber dürfte keine Angst haben. Nach 5-7 Minuten kommt die Cremigkeit hinzu und das ist das, was ich richtig gut fand. Jetzt ist die Cremigkeit dezent auf 2,0 runtergegangen, aber überhaupt keine Pfeffrigkeit. Wirklich super angenehm einfach. Jetzt mal schauen, ob da noch was kommt. Also ich finde es fast schade, dass die Zigarre schon aus ist demnächst. Wenn man so ein bisschen auf den Lippen rumkaut und rumleckt, dann merkt man so eine gewisse Heuigkeit, Holzigkeit, fast so eichenfassartig, also fast so whiskymäßig so. Da gibt es ja von Jim Beam diesen Twice-Barreled
Whisky. Einer meiner Lieblingswhiskys übrigens. Ja, so 23 Euro. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber wirklich angenehm und pur zu trinken. Sehr interessant. Ja, es gibt nicht wirklich ein Update. Ja, also positiv überrascht. Wirklich schade, dass es schon aus... Was heißt schon? Ich melde mich dann, wenn sie richtig aus ist, wie lange ich ungefähr dran geraucht habe. Normalerweise ist es ja so, dass so zum letzten Drittel hin noch, sich noch einiges tut. Beziehungsweise, da gibt es Romeo und Juliettas, da kommt im letzten Drittel noch eine Überraschung. Hier war das genau umgekehrt, dass du am Anfang erstmal richtig beworfen wirst mit diesen typischen kubanischen Aromen und dann die Cremigkeit Stück für Stück sich erhöht und verstärkt. Dann kommt dieses Nussige, dann ein bisschen Pfeffigkeit, eine minimale Bitterkeit und dann am Schluss noch dieses dezent Vanillekrokant. Ja, ich bin jetzt ungefähr bei 35 Minuten Smoke-Rauchdauer angelangt. Ich denke, das ist so zwischen 40, 45 Minuten auf alle Fälle. Dann von der Rauchzeit her, dass das ungefähr so hinhauen könnte. Wirklich super angenehm jetzt. Also, da kommt jetzt keine Pfeffigkeit mehr und keine brutale Schärfe, gar nichts. Also wirklich, du kannst sie bis zum Schluss rauchen. Und genau so wünsche ich mir eigentlich eine Zigarre. Schön ausgewogen. Super Qualität, super gerollt. Toller Abbrand. Toller Rauch. Wunderbar einfach. So, zum Schluss kommt dann doch ein bisschen Pfeffrigkeit noch dazu. Aber wir sind wirklich ganz am Schluss. Eine gewisse Heuigkeit. Eine gewisse Schärfe, aber 2,5, wenn überhaupt. 3,0. Kann sie wirklich bis zum Schluss schön rauchen. Fünf von fünf, definitiv.